Ich auch sehr. Guten Morgen! Wir sind am Flughafen und ja, jetzt geht's los in die Türkei und wir freuen uns mega. Wir haben, wie viel haben wir? Kurz vor 5. Wir haben diesmal eine ganz andere Flugzeit, als wir sonst haben. Und ja, jetzt geht's los. Wir gehen jetzt noch beim Rewe was zu essen holen, weil ich habe schon richtig Hunger und dann zeige ich euch, keine Ahnung, wann ich euch das nächste Mal mitnehme. Viel Spaß beim Vlog. Gelandet! Voll warm schon, ne? Ich bin fertig. Mir ist müde. Juhu, wir sind angekommen. Ist hier gerade richtig komisch, deswegen in meinem Rucksack. Leider ist unser Hotelzimmer noch nicht fertig. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil wir kommen sonst eigentlich immer früher und da klappt das eigentlich auch immer. Aber wir gehen jetzt einfach runter zum Strand, weil wir wollten eh was essen. Und das ist eigentlich das Gute, wenn man sich hier eigentlich schon auskennt, so gesehen. Ne? Man weiß so, wo man was hat und ja, dann kann man jetzt schnell am Strand was essen, vielleicht noch ein bisschen spazieren gehen und dann sollen wir so nach Stunde, wahrscheinlich lassen wir den besser anderthalb Zeit wiederkommen und ja, dann können wir auch unser Zimmer endlich beziehen. Das ist mega Lärmpool, ne? Oh, da ist ein Hund, ich habe Angst. Ich habe so heftig. Es ist voll angenehm warm. Und ich war gerade ein bisschen abgelenkt, ich habe Angst vor Straßenhunden. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt was Leckeres zu essen kriegen. Und dann melde ich mich gleich im Zimmer. Achso, unser Hotel ist das hier übrigens. Das Sea the Crown Charm, aber das habe ich eigentlich auch schon öfters gezeigt. Und wir laufen jetzt hier gerade zum Strand. Da vorne ist dieses Royal Taj Mahal, das ist richtig schön. Also von außen zumindest. Ich glaube, von innen ist das gar nicht so geil. Und ich halte schon mal Ausschau hier nach irgendwelchen coolen Luftmatratzen. Guckt mal, Royal Taj Mahal hat einfach einen Kirmes im Garten. Richtig cool. Ich meine, ich würde da eh nicht drauf gehen. Aber sieht richtig schön aus. Aber ich habe Bilder gesehen, dass die Zimmer da total schmutzig sind. Also dass es halt wirklich nicht schön sein soll. Aber von außen macht das echt was her. Könnt mir ja gerne mal eure Erfahrung schreiben, wie ihr das Hotel findet. Wir haben keine Erfahrung, also von daher kann ich auch nicht so viel darüber berichten. Es ist gerade irgendwie total ausgestorben auf der Straße. Ich bin mal gespannt, ob am Strand irgendwas los ist. Es ist irgendwie gerade keine Sau hier unterwegs. Gegessen. Jetzt gehen wir um unser Zimmer kämpfen. Nein, war Spaß. Wir gehen jetzt wieder zurück. Das Wasser ist eigentlich angenehm. Ne? Voll schön, hier ist es auch mega voll. Ich glaube, wir haben gerade erstmal so 15 Minuten dort gestanden, weil es einfach so voll war und wir keinen Platz hatten zum Sitzen, also zum Essen. Ich melde mich, wenn wir unser Zimmer haben wieder. Wir sind gerade ins Zimmer gekommen, das war schön. Yeah. Voll groß mit einer Couch. Und, was haben wir für einen Ausblick? Ich traue mich nicht zu gucken. Hotel. Ach, boah, der Balkon ist voll groß, oh mein Gott. Der Kampf mit den Gardinen. Boah, der ist richtig schön. Oh, natürlich die falsche Seite. Du reißt alles ab. Oh, das Zimmer ist ultra schön. Die haben Fliegengitter, das ist echt gut. Fliegengitter? Die haben an mich gedacht.
Ja, wir haben voll das Bonzenzimmer. Na okay, ich will es nicht übertreiben, aber wir haben echt ein richtig hübsches Zimmer. Mega schön. Mit dem Ausblick auf das andere Hotel. Ach, wir haben mehr Blick. Wir haben ein bisschen mehr Blick, ja, das stimmt. Hier. Sehr ist so mehr. Wir haben schon noch viele Pool. Boah, ich finde es krass schön. Was haben die denn da unten noch für einen Pool? Ach, hast du da so einen einzelnen Pool in deinem Zimmer? Okay, das ist geil. Ja, mit Sonne sogar. Also ich finde es richtig schön. Wer legt sich da hin, wirklich schön. Klar, wir werden hier wahrscheinlich von den Nachbarn beobachtet, aber wir können ja zumachen, wenn uns keiner sehen soll. Und voll gut, wir haben einfach ein Fliegengitter. Wir haben ein kaltes Zimmer, ne? Hier kommt nicht so die Luft raus. Ja, ist ja nicht schlimm. Ja, das ist doch gut. Mega schön, oh, ich freue mich voll. Yay! Also wir hatten das Hotel ja schon mal und wir da waren war auch... So schön. Doch, da war es auch schön. Das Zimmer war schön, aber nicht so schön wie das hier. Hä? Das Zimmer passt genauso. Oh, voll gut. Ich bin. Was? Wir haben sogar Pepsi diesmal. Pepsi. Und? Pepsi. Gazos? Pepsi, Pepsi. Pepsi Max? Achso, schade. Doch, Pepsi Max. Pepsi Max, also richtig gut. Kriegst die normale. Also ich kann aber mal, also wenn du mal ehrlich bist, so erfahrungsgemäß ist die Minibar aber nie jeden Tag aufgefüllt. Aber ist ja nicht schlimm. Das sagen die immer, aber machen Tonis nie. So, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal ins WLAN. Komm, wir machen einen Bett-Test. Komm, hinschmeißen. Oh, ist das ist jetzt direkt durchgebrochen. Oh, hallo, wir haben jetzt schon etwas später. Wir haben jetzt 7 Uhr, ich wollte gerade sagen 6, aber meine Uhr ist nicht umgestellt. Wir waren gerade beim Hammam zum ersten Mal und es war richtig, richtig schön. Also meine Haut fühlt sich so weich an und ja, die ganze tote Haut, sage ich mal, ist jetzt weg und ja, da kann man jetzt schön drauf sich bräunen und ja, wir haben uns jetzt fertig gemacht. Wir gehen jetzt zum Essen. Ich habe hier schon meine Schminke so mega ausgebreitet. Da winkt ja jemand. Ich dachte, du bist im Spiegel. Jetzt ja, ich kann euch ja kurz mal mein Outfit zeigen, aber die meisten Sachen werdet ihr eh schon in meinem Haul gesehen haben, weil ich ja so gut wie alle Kleider irgendwie neu gekauft habe, die ich jetzt so trage. Das ist das von Primark, das gibt es halt leider nur in Spanien und ich weiß gar nicht, in was für Primarks noch. Und darauf habe ich so Espadrilles an, genau. Ich hoffe, dass in den nächsten Tagen meine Beine noch was brauner werden, dann... sieht das Ganze auch noch ein bisschen schöner aus. Genau. Jetzt gehen wir los. Und ja, ich habe nicht mehr zu erzählen. Wir waren auch am Pool, war auch mega schön. Wir haben eine Ecke gefunden, die uns total gefällt. Da werde ich euch, denke ich mal, morgen mitnehmen und ein bisschen was zeigen. Und ja, wir werden jetzt auch den ersten Abend genießen, ohne Kamera. Also das Essen, das Abendessen. Und mal sehen, was wir noch so machen. Aber ich werde jetzt erstmal die Kamera weglegen, in Ruhe alles auf mich wirken lassen, sage ich jetzt mal, heute Abend beim Abendessen. Und einfach mal gucken, so halte ich das so komisch, einfach mal schauen, wie es so wird und was es so gibt und wie voll es überhaupt wird, weil die Strandbar zum Beispiel war viel zu voll. Ich würde sagen, bis morgen. Tschüss.
Wir haben gerade schon total lecker gefrühstückt und wir gehen jetzt zum Pool. Ich werde euch heute mitnehmen und ein bisschen zeigen. Wir waren gerade noch an der Rezeption wegen dem Internet ein bisschen was versuchen, aber irgendwie, glaube ich, wird das hier nicht besser. Aber ist auch nicht so schlimm. Ich kann mich auf jeden Fall über WhatsApp melden, also von daher geht's noch alles. Man kann auch Bilder versenden. Nur es laden halt keine Stories hoch von Instagram, das ist ein bisschen schade. Ja, ich habe gerade schon meine Tasche hier gepackt, meine Korbtasche für den Pool. Ich denke mal, wir gehen an den Pool, oder? Ja. Erstmal. Genau, und heute soll es auch irgendwie angeblich ein bisschen gewittern. Ich gucke mal, wenn es gleich irgendwie anfängt zu regnen, dann finden wir bestimmt irgendwas, was wir machen können. Hier sind nämlich auch voll viele Einkaufszentren und mein Freund freut sich schon. Wieso, wenn es regnet, setze ich mich doch nicht aufs Zimmer, oder? Aber hier gibt es auch ein Fitnessstudio, vielleicht würden wir das mal machen. Und mein Freund hatte überlegt, mal dieses Fischbecken mit den Füßen da zu machen, ne? Aber vielleicht machen wir das auch nicht, weil... Gucken wir mal. Ja. Wir machen das auf jeden Fall, wenn im Hotel, weil das sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Und ich glaube, draußen holst du dir nur den Fußpilz des Todes. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town. I'm searching for the lost and found. But you don't care. Dafür, dass es regnen sollte, ist es eigentlich vorbei, ne? Ja, einfach die ganze Zeit noch voll die Sonne. Keine einzige Wolke am Himmel. Wir haben gerade gegessen, ich bin ins Löschhaus geholt. Ist voll lecker, schmeckt voll nach Melone. Und ja, wir machen eigentlich nichts anderes als chillen, schwimmen und was essen und trinken. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Wir gehen jetzt, ich weiß gar nicht wohin, wir können mal ins Einkaufszentrum irgendwo gehen. Einkaufszentrum wäre das mir lieber, als wir jetzt noch gucken können. Ja, Kunkel ist auch hier um die Ecke. Ja, können wir auch machen. Wir gehen ins Einkaufszentrum. We are on the road. On the road. Spaß. Wir sind unterwegs. Hinter uns sehen Sie das Cedekrant Champelis. About 2016. Oder? 2015. Was du denn? Ich kläre meine Abonnenten auf. Sag mal, wann wurde das erbaut? Naja, jedenfalls, wenn ihr rausgeht, habt ihr auch direkt Läden vor der Tür und Dolmusches. Hier, see the Crown Champions. Mein Freund schämt sich für mich, glaube ich. Hier gehen wir jetzt gerade rein. Das ist direkt neben, das ist hier direkt auf der Straße jedenfalls. Und Hauptsache, hier ist gerade so ein Bus lang gefahren. Einmal hat es voll dolle geknallt und dann ist auf einmal scheinbar der Gulli irgendwie, hat ein bisschen nachgegeben. Und ja, kaputt. Putt, würde ich sagen, ne? Und schon sind wir wieder draußen. Aber mein Freund hat sogar eine Sache gekauft, einfach ein T-Shirt. Und ich habe voll süße Sachen gesehen. Einfach so Gucci-Kindersportanzüge und so mini kleine Poloshirts. Haben wir sogar uns eins gerade angeguckt in Größe 92. Aber es ist ein bisschen zu groß. Wir hätten das überlegt, jemanden mitzubringen. Aber ja, wir gucken uns lieber noch mal auf dem Bazar um. Hier ist es halt echt schwer so beim erstbesten Laden zu kaufen, weil man halt so extrem viel Vergleiche hat. In jedem Laden gibt es da so in etwa dasselbe. Guten Morgen. Es
zusammen. Ich glaube, das habe ich gestern schon gesagt. Wir haben uns jetzt spontan dazu entschlossen, ins Fitnessstudio zu gehen. Ich freue mich richtig. Wir haben uns das gestern mal kurz angeguckt und ja, dann so ein bisschen Lust bekommen, was zu machen. Ich sehe zwar aus, als wenn ich irgendwie essen gehe oder so. Aber ja, was soll's. Ich habe keine Sportsachen mitgenommen, weil bis jetzt haben wir immer gesagt, komm, wir können ja hier mal ins Fitnessstudio gehen, wenn wir im Urlaub sind. Aber wir haben es nie gemacht. Wundert euch auch nicht über die Tasche, die werde ich jetzt vielleicht irgendwo hinlegen. Ich habe nämlich sonst keine andere. Ja, ich habe alles, ich brauche nur was zu trinken. Da steht sogar Wasser, ne? Dann nehme ich das nicht mit. Genau, und ich werde euch jetzt einfach mal mitnehmen, weil ich euch ja sonst in Deutschland nie mitnehmen kann. Und jetzt nutze ich einfach mal die Chance. Und hast du die Karte? Ja, ne? Jetzt nutze ich einfach mal die Chance und mache das mal hier. Ja, mal sehen. Also wir haben uns ja entschieden, Brust und vielleicht ein bisschen Bizeps zu machen. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. I prayed for you and kept you near, in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so. Schon fertig. Aber hier gibt es auch echt nicht so viel Auswahl, womit wir Brust machen könnten. Und da hier noch andere Leute sind, will ich jetzt auch nicht so viel filmen, weil hier ist einfach komplett alles verspiegelt. Ja. Da der Butterfly irgendwie kaputt ist, also die Maschine, versuchen wir es jetzt mal mit Freihanteln. Das ist für mich echt anstrengend, weil es nochmal andere Muskeln in Anspruch nimmt. Aber gut, wir geben unser Bestes, das Beste hier draus zu machen. Erstmal gesundes Frühstück, würde ich mal sagen. Ne? Schön mit gesunder Butter und so. Nee, Spaß, aber jetzt gibt es erstmal ein verdientes Frühstück. Prösterchen. Schmeckt. Wir liegen jetzt hier in der prallen Sonne und lassen uns ein Bierchen schmecken. Ja, und ich muss schon wieder runter machen, weil hier einfach zu viele Leute sind. Also wie gesagt, ich will echt keine fremden Leute, keine fremden Leute filmen. Hallo! Ich dachte, weil jetzt hier gerade mal was ruhiger ist, also ein ruhigerer Abschnitt, und hier nicht so viele Menschen sind, filme ich mal. Ich kann ja halt echt nicht viel filmen, weil ja, ich möchte nicht irgendwelche fremden Menschen drauf haben, aber habe ich eben schon erklärt. Ich habe jetzt hier ein bisschen Bilder gemacht. Ich glaube, gehen wir mal auf den Steg. Hinten sieht es aus, als wenn es regnet, also in den Bergen. Ich glaube, das sieht man ganz gut, dass da hinten irgendwie so ein bisschen Regen kommt. Ja, der Strand ist mega voll, wenn ihr es seht. Und Alex ist gerade voll weit vor mir weggelaufen. Ich warte auf dich. Wieso wartest du denn so weit weg? Hi, wir sind jetzt schon wieder auf dem Zimmer und haben uns geduscht. Das Wetter war jetzt eben nicht so gut, also es hat nicht geregnet oder so. Aber die Sonne ist weggegangen, weil es ein bisschen zugezogen ist. Ich glaube, in den Bergen hat es geregnet. Und da dachten wir, nutzen wir mal die Chance und gehen mal oder fahren mal nach Siede rein. Denn ich habe gehört, da soll sich ziemlich viel verändert haben. Die haben da wohl extreme Baumaßnahmen durchgezogen. Keine Ahnung, ja.
habe ich jedenfalls, glaube ich, mal Bilder auch auf Instagram gesehen. Und das wollen wir uns jetzt mal angucken und auch so ein bisschen bummeln und vielleicht unten da in so ein paar Bars mal, in einer Bar vielleicht was trinken oder uns gemütlich hinsetzen. Und ja, okay, ich packe heute doch nochmal die Kamera aus. Ja, dann sieht uns das so schön. Hier machen die voll viel neu, also hier sind voll viele Baustellen. Wir sind gerade unter Wasser. So schön. Alles voll hell. Ja, genau. Man kann jetzt hier irgendwie noch voll lang laufen und so. Vor allem die Blumenkübel, ne? Das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten, deswegen habe ich jetzt doch nochmal die Kamera angemacht. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Frühstück und danach wollen wir auf den Cite Bazaar fahren. Letztes Jahr waren wir gar nicht da, weil ich schon so viel gekauft hatte irgendwie und die Läden auch richtig viele Angebote hatten. Aber dieses Jahr ja, habe ich Lust, da noch mal ein bisschen rumzugucken. Und deswegen nehme ich euch heute ein bisschen mit. Viel Spaß. Wir sind gerade auf dem Weg zum Cite Bazaar. Und ich habe mittlerweile im Dolmusch echt Todesängste. Ich sage schon immer ganz Zeit, ja egal, wenn wir sterben, sterben wir wenigstens zusammen. Gestern hat er einfach mit irgendwem diskutiert oder irgendwie geredet, weil einer nicht wusste, wo er hin will. Und auf einmal ist das so, dass das Lenkrad irgendwie, also der hatte gar nicht mehr gelenkt. Das ist gelenkt, was gegen Bordstein gefahren. Ne? Das ist was gegen Bordstein gefahren. Mal so, phew, hat er auch so schnell eingegriffen. Und ich habe das zum Glück nicht gesehen. Ich glaube, ich hätte irgendwie voll den Schock gekriegt. Ja, echt krass. Naja, wir laufen jetzt gerade den Menschen hinterher. Ich kann mal zeigen, wo wir uns gerade befinden. Mitten im Nirgendwo. Oh, schöne Blumen, ist echt so. Naja, wenn man hier aussteigt, meint man immer nicht, dass hier ein Basar ist, aber wir waren ja schon ein paar Mal hier, deswegen wissen wir jetzt zum Glück, wo es lang geht. Filme so, dass sie so Fakes haben oder so. Wie bitte? Boah, ich habe euch richtig gut mitgenommen auf dem Bazar, würde ich mal sagen. Aber ganz ehrlich, da sind 1000 Leute und da mit der Kamera rumzurennen, ist vielleicht eher nicht so gut. Vor allem, wenn die halt eh schon alle voll an Glotzenheim hinterherlaufen, damit man irgendwas kauft. Es hat sich aber, naja, gelohnt jetzt nicht krass. Hätte ich auch zu Hause vor dem Hotel gekriegt. Zu Hause. Hätte ich auch vor dem Hotel bekommen, aber ich habe meiner kleinen Schwester noch einen Rucksack geholt. Den habe ich gestern schon in Schwarz gekauft für meine große Schwester. Und in Khaki-Farben für mich selber. Ja, draußen habe ich, also vor dem Hotel, habe ich 12 Euro pro Rucksack bezahlt. Und jetzt habe ich 10 Euro bezahlt. Wie viel wollte der haben? Was? Wie viel wollt ihr denn nochmal haben am Anfang? Für den Rucksack. Ich glaube 18 Euro. Meinte er, wie viel willst du geben? Sag ich 10. Sagte, das ist kein guter Preis für mich. Ich bin nicht gegangen, konnte mir hinterher. Okay, 10 Euro. Wahrscheinlich hätte ich sogar 5 Euro sagen können. Ja, ganz ehrlich, das sind billige so Synthetik-Rucksäcke. Kannst du mich erzählen, dass du dafür viel Geld ausgeben musst? Hübsch, voll schön. Hier ist voll schön. Hier sind einfach so voll schöne Sträucher hinten auch. Naja, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal zurück ins Hotel. Das hat er gesagt, wir fahren jetzt mit dem Dolmetsch zurück. Ja, zum Pool. Zum Pool? Ich glaube, heute bleiben wir auch am Pool, oder? Ja, vielleicht morgen noch mal zum Strand oder so, aber wir sind lieber am Pool. Ich mag es am Strand nicht so, weil ich nicht so gerne schwimmen gehe im tiefen Wasser. Ich habe so panische Angst vor tiefem Meer. Deswegen im Pool bin ich besser aufgehoben. Hier ist es auch mega schön. Hier ist so ein Park, wo wir dann mit dem Dolmusch zurückfahren. Wahrscheinlich ist das sogar schon einer, mit dem wir fahren können, oder? Voll schön, guck mal diese Figuren. Die haben einfach so Blumen auf dem Kopf. Wieso steht er da?
ja nicht mehr so schön aus. Wir sind hier reingekommen und hatten hier so einen Schwan. Aber irgendwie hat mein Freund sich schon da drauf geschmissen. Bevor ich euch das zeigen konnte. Ich muss euch mal was zeigen. Du hast echt schöne Füße, Schatz. Ich beneide dich. Ja, du nervst mich wirklich. Boah, wir sind du nervst mich wirklich. Wir sind uns heute nicht so ganz koscher. Nee, mein Freund hatte sich einfach vor ein paar Jahren... Du gehst jetzt aber nicht damit aufs Bett, oder? Stress mich nicht. Der hat einfach so unnormal teure Flipflops von Camp David, also doch echte, nicht Camp David, sondern echte Camp David, haben es geholt. 30 Euro oder so haben die gekostet und der hat einfach knalle schwarze Füße, weil der... Danke. Was soll das? Keine Ahnung, warum die so abfärben. Voll schlimm. Dann kauf... Wie bitte? Was willst du? Boah, bist du nervig. Amazing. An, aus, an, aus. Dann kauft man so teure Flipflops und dann färben die auch noch so krass ab. Also da kaufe ich ja lieber Sachen von Primark oder so. Oder jetzt so gefakte von Hilfiger. Guten Morgen. Ich melde mich hier in unserem letzten Tag zurück. Ich habe mich gar nicht mehr gemeldet die letzten Tage oder in den letzten... vorletzten Tag. Ja, wir haben irgendwie noch so ein bisschen die Zeit genossen. Wir haben eh immer dasselbe gemacht. Also warum soll ich euch da die ganze Zeit mitnehmen? Und gestern ging es mir irgendwie nicht so gut. Ich habe mir an irgendwas den Magen verstimmt oder verdorben und lag leider ein bisschen wach dann. Ich hoffe, ich fühle dich jetzt. Ah, du bist zugedeckt, schon gut. Und ja, ich bin jetzt gerade am Koffer packen, denn wir müssen um 12 Uhr auschecken und ja. Den ganzen Kram hier wieder einpacken, das ganze Chaos, was hier hinter mir liegt. Sieht echt nicht schön aus. Aber ja, werden wir schon schaffen. Gut, dass dann der Herr liegt. Ja, und ich hoffe, dass alles reinpasst, denn ich habe noch ein paar Sachen gekauft. Ich zeige euch die mal. Ich habe mir nämlich noch zwei kleine Umhängetaschen gekauft, weil ich habe in Deutschland irgendwie, also zu Hause, habe ich kaum Umhängetaschen, beziehungsweise eigentlich gar keine, die so klein sind wie die hier. Ich habe mir einmal die hier noch geholt. Eine Gucci-Tasche. Die hat 17 Euro oder so gekostet. Und dann habe ich mir noch eine richtig schöne geholt. Da bin ich nur mit dem Verschluss total am Kämpfen. Ich will euch die zuzeigen, weil das schöner ist, aber ich kriege die nicht zu. Das ist so echt das einzige Manko. Die hat einfach, glaube ich, genau dasselbe gekostet, wie die, die ich euch eben gezeigt habe. So eine kleine Umhängetasche von Louis Vuitton. Genau, und ja, brauchte ich auf jeden Fall. Und habe ich jetzt. Aber irgendwie war so das gewisse Etwas noch nicht dabei. Aber ich glaube nicht, dass wir heute nochmal losgehen shoppen. Denn wir werden uns jetzt gleich erstmal an den Strand, an den Pool legen. Und noch die letzten Sonnenstrahlen einfangen, denn in Deutschland ist es echt nicht schön. Und ja, ich habe mir gestern schon einen leichten Sonnenbrand geholt. Das erste Mal diesen Urlaub. Aber auch nicht stark, also ich hatte keine Schmerzen oder so. Ich hatte nur die letzten zwei Tage Sonnenallergie oder so Sonnenpocken. Und habe mir dafür auch Salbe geholt. Ach, mein Arm schläft gerade ein. Ja. Eigentlich traurig zu wissen, dass man jetzt die ganzen Sommersachen einpackt oder halt mit zurücknimmt, aber die in Deutschland einfach nicht tragen kann, weil es in Deutschland auch so schlechtes Wetter ist und kalt ist. Total beschissen. Oh. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Eigentlich nichts. Ich habe sonst nichts gekauft die letzten Tage. Ich habe für meine Familie noch was gekauft, Rucksäcke, die ich schon letztes Jahr gekauft habe. Ich habe nämlich, habe ich euch gleich aber schon gezeigt, habe hier diesen, ich kann es nicht aussprechen, Fjallrasenkanken, keine Ahnung. Und da habe ich jetzt 5 Stück, glaube ich, von gekauft. Ja, ich hoffe, ich kriege das alles überhaupt in meinen Koffer rein. Ich packe jetzt jedenfalls mal meine Sachen ein und dann melde ich mich nochmal. Mein Koffer ist ein bisschen voll. Ich hoffe, ich kriege den irgendwie noch zu.
Man kann da, glaube ich, was einstellen, damit es noch so ein bisschen mehr Platz gibt. Hier, die Sachen müssen noch rein, die werde ich bei meinem Freund reinpacken. So, es hat alles gepasst, das Zimmer ist leer. Ja, wir gehen jetzt was frühstücken und zum Pool. Und denke, ich werde mich erst heute Abend wieder melden. Vielleicht mache ich am Pool nochmal die Kamera an. Ich habe die ja jetzt eh den ganzen Tag dabei. Aber ich kann euch eigentlich eh nichts mehr Interessantes zeigen. Ihr habt es ja schon gesehen, wie es am Pool aussieht. Und ja, wir werden den letzten Tag noch genießen in vollen Zügen. Und genau, mal sehen, wann ich mich das nächste Mal melde. So, wie gesagt, wir liegen den ganzen Tag nur am Pool. Und chillen und leben. Richtig schön. Wir tanken nochmal Sonne, weil zu Hause soll es ja, wie gesagt, nicht so gut sein. Wir sind jetzt in Antalya am Airport. Und seit wann sind wir schon hier? Spielt jemand Hänschen klein, falls man das hört? Wir sind schon seit 2 Stunden, glaube ich, hier. Und wie voll müde, obwohl es eigentlich gar nicht so spät ist. Bis jetzt haben wir keine Verspätung. Die andere Maschine, auch von Express, hat schon Verspätung. Wir nicht zum Glück. Alle meine Entchen, ne? Ja, und ich hoffe, dass wir pünktlich abfliegen und pünktlich auf uns zu Hause sind. Ja, wir haben diesmal einfach 40 Euro drauf bezahlt, um Notausgangplätze zu kriegen. Ich hatte ja mal in den letzten Vlogs erzählt, dass mich das so krass gestresst hat, wenn wir so eng saßen. Und ich werde gerade voll beobachtet. Zum Glück von einem kleinen Mädchen. Dass uns das voll gestresst hat, wenn wir so eng saßen. Jetzt haben wir Notausgangsplätze. Das war voll die Tortur, die zu buchen. Wir mussten dann noch an so einen Extraschalter, wo wir dann bezahlen, dann wieder zurück mit der Rechnung und irgendwie voll vordrängeln für alle anderen und unsere Koffer vorher halt schon abgeben. Ja, mal sehen, ob wir da jetzt auch drauf sitzen und ob das besser ist, wenn man da pennen kann. Hallo, wir sind wieder zu Hause. Ich bin gerade fleißig den Vlog am Schneiden und hab gesehen, ich habe gar kein Ende gefilmt. Wundert euch nicht, wenn es ab und zu blitzt. Ich werde nicht fotografiert. Hier ist das mega Unwetter gerade. Ich bin allein zu Hause und sitze hier bei total dem Donner. Und irgendwas hat hier gerade richtig doll gewackelt in meinem Haus, in meiner Wohnung. Ja, ich wollte den Vlog kurz beenden, denn ja, wie gesagt, kein Ende. Die Sitze auf den Notausgangplätzen waren wirklich super. Wir hatten total den entspannten Flug. Es war schon da irgendwie voll das Unwetter in der Luft. Also ganz am Anfang, wo wir noch nicht mal über Deutschland oder keine Ahnung wo waren. Und da mussten wir uns schon die ganze Zeit anschnallen und es hat richtig doll gewackelt. Aber irgendwann hat es nachgelassen und dann wurde ich auch entspannter und dann konnten wir den Flug auch einigermaßen genießen. Jetzt nicht, aber er ging ganz gut vorbei und ja, wenn man dann entspannter sitzt, macht das auch nicht ganz so viel aus, wenn man dann halt in der Nacht fliegt und nicht schlafen kann. Ich war dann um 3:30 zu Hause und ich habe bis 12 Uhr geschlafen. Und ja, jetzt lasse ich den Tag so ein bisschen auf mich wirken. Guck mir jetzt das super schöne Wetter hier in Deutschland an und ja, wollt den Vlog dann beenden. Und ich hoffe, der hat euch gefallen, dieser Vlog. Ihr sagt ja immer, ihr wartet immer dann auf die Vlogs bei uns aus der Türkei. Und ja, folgt mir gerne auch auf Instagram. Ich verlinke euch den Namen jetzt hier mal und ja, ich bin gerade ein bisschen sprachlos irgendwie. Von daher beende ich den Vlog einfach mal und werde ihn jetzt auch direkt hochladen. Bis dann. Tschüss.